Spoilerwarnung, Leute, und damit herzlich willkommen zu den Abschlussberichten zu Stalker, also zwei Stalker-Teilen. Und wir fangen an mit Stalker Clear Sky und das haben ich und Mamfi durchgespielt, das heißt, wir haben uns immer wieder so ein bisschen abgewechselt. Und ich wollte jetzt noch ein bisschen über das Spiel reden und zwar eigentlich nicht über Clear Sky, denn Clear Sky sollte jeder kennen, sondern über die Mod hier und auch über den Grund, warum ich hier das Spiel behaupte durchgespielt zu haben, aber trotzdem irgendwie in der Freiheitsbasis stehe. Das hat damit zu tun, dass irgendwie die Arsenal Overhaul Mod noch so eine andere Mod mitbringt und diese Mod sorgt scheinbar dafür, dass nach dem Endkampf gegen Strelok und im Endkampf gegen die Monolithen wirklich das Spiel einfach weitergeht, denn im Originalspiel kommt ja nach dem Endkampf wirklich der Endscreen, Abspann und fertig. Hier ging das Ganze einfach weiter und einfach plopp steht man einfach dummerweise ganz dumm und weiß nicht, was man machen soll, einfach bei schönstem Wetter vor dem Reaktor und mit großen Fragezeichen in den Augen. Das heißt, das Spiel geht einfach Open World weiter, nachdem man das durchgespielt hat. Und wir haben die Zeit natürlich genutzt, haben uns den Wächtern angeschlossen und haben die Freiheit besiegt. Und deswegen stehen wir auch hier. Denn das Spiel geht so nicht mehr wirklich weiter. Denn wenn wir jetzt hier aus der Freiheitsbasis einfach rauslaufen, wird diese Freiheitsbasis einfach plopp mit neuen Freitern besetzt. Und wir müssen die sofort wieder erobern. Das heißt, wir dürfen uns hier nicht wegbewegen und weiter geht das Spiel nicht. Das heißt, wir können ja teilweise unendlich weiterspielen. Aber kommen wir natürlich zum Interessanten, und zwar mit welchen Waffen haben wir das Ganze durchgespielt. Und das, da muss ich euch teilweise ein bisschen enttäuschen, das Ganze war relativ langweilig. Und so haben wir einfach 90% des Spiels wirklich mit einer AKMS durchgespielt. Mit einer ganz normalen AKMS mit Schalldämpfer, der hier komischerweise fehlt. Ich glaube, wir haben ihn irgendwann mal weggeworfen, weil wir das Gewicht brauchten. Zu der Waffe sei zu sagen, sie ist unter anderem deswegen stark, weil es mehr als genug Munition für das gute Stück gibt. So haben wir hier fast 100 Schuss noch von der Brandmunition, also von der Incendiary Rounds. Und die Incendiary Rounds sind panzerbrechend und machen super Schaden. Das heißt, damit kann man sogar Leute in Exoskeletten umholzen. Beziehungsweise teilweise schon fast nicht mehr, aber normal gepanzerte Söldner, also Stalker, kann man damit super umholzen. Wir haben zudem noch 700 Schuss von der normalen Munition und von der normalen Munition, also 7.62x39mm wird man hier im Spiel zugeworfen ohne Ende. Man findet das an allen Ecken und Enden. Wir hatten da teilweise 1500 Schuss von und haben die immer mal wieder wegwerfen müssen. Ich weiß nicht genau, wie das kommt, denn im originalen Spiel gibt es ja gar kein 7.62x39mm und wahrscheinlich ist das Spiel deswegen damit so spendabel. Hier haben wir dann nochmal so ein bisschen panzerbrechende Munition. Aber gehen wir mal wieder zurück zur Incendiary. Und zwar ist die richtig übel. Die Waffe hat jetzt ein bisschen mehr Rückstoß als sonst, weil wir den Schalldämpfer halt, wie gesagt, weggeworfen haben. Aber ich gehe gleich nochmal in den alten Spielstand. Super Waffe, super haltbar, hat auch nicht wirklich viel an Haltbarkeit eingebüßt, als wir es gespielt haben. Die nächsthäufigste Waffe, die wir die ganze Zeit benutzt haben, war halt hier die VSK 94. Das, wer das Ding nicht kennt, das ist so eine bisschen günstigere und leichtere VSS Vintorets. Und leichter ist genau das Stichwort. Denn man muss immer gucken, dass man richtig, richtig viel Gewicht spart. Wenn man nämlich überladen ist, hat man eigentlich so gut wie verloren. Und aus diesem Grund haben wir uns auch hier das, soweit ich das weiß, ist das hier die beste Wächterrüstung, die kein Exoskelett hat. Denn mit dem Exoskelett kann man nicht mehr rennen und man muss aus taktischen Gründen relativ oft rennen. An Artefakten haben wir hier übrigens erstmal zwei Stück genommen, die die Strahlung runter machen. Und ein Artefakt, was zwar strahlt, was einem aber ganze 30 Kilo mehr Gewicht gibt und das ist richtig wichtig. So, dafür sei zu sagen, die haben wir nicht so ganz oft benutzt, sondern eigentlich nur als Scharfschützengewehr für Sachen, die weiter weg waren. Hier kann man auch relativ gut Rangefinding machen, und zwar alles, was so normal weit weg ist, trifft eigentlich so ganz knapp unter dem ersten Dreieck auf. Alles, was so mittelweit weg ist, so zwischen den beiden Dreiecken. Und das, was man so gerade noch sehen kann, so am zweiten Dreieck. Wir haben damit relativ viel gesniped und sind damit relativ gut. Hier dieses Rangefinding-Tool da hinten, das funktioniert leider nicht so wirklich. In echt würde das Ganze auch so funktionieren, dass ich hier das Rangefinding benutze und dann hier wirklich an einem der Einstelltürme halt die Entfernung einstelle und erst wenn Sachen wirklich so ab 800 Meter weit weg sind, erst dann würde ich hier die nächsten Dreiecke benutzen, also das PSOP funktioniert dann echt etwas anders. Die nächste Waffe, die wir uns eigentlich aber erst kurz vor Ende geholt haben, ist hier diese FNFAL, beziehungsweise in Wirklichkeit ist es ja eine FNFAL Para. Also die kurze Version von der FNFAL. Leider findet man nicht ganz so viel NATO-Munition. Also 7.62x51mm ist relativ rar gesät. Und deswegen haben wir die erst am Ende gefunden. Aber dafür auch Incendiary Rounds. Also damit konnte man wirklich so ein Monolith mit Exoskelett mit wirklich zwei Schuss ausschalten. Das haben wir dann meistens auch im Einzelschuss gemacht. Denn im
Dauerfeuer ist sie wirklich mega verschwenderisch und noch nicht wirklich gut zu kontrollieren. An Pistole hatten wir eigentlich größtenteils das hier, und zwar die PP2000, unter anderem eventuell bekannt aus Modern Warfare 2, mit Schalldämpfer, die ist relativ cool gewesen, und zwar wenn man irgendwelche Sachen hat, die kaum Leben haben, wie diese komischen Geister, Psychomutanten, Illusionsdinger, damit konnte man einfach einmal drauf schießen, zack, dann ist das Ding verschwunden und man hat es quitt. Und außerdem war das hier mit dieser panzerbrechenden 7N21 Munition relativ cool auch. Also das war größtenteils unsere Pistole, hat allerdings hier nur 20 Schuss Magazin. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wir dazu auch 30 Schuss hatten, aber steht hier nicht dran. Ach genau, die AKMS haben wir hart ausgerüstet, also aufgerüstet, und zwar mit Accuracy, Handling, minus Recoil und Underbarrel Mount. Allerdings haben wir gerade, glaube ich, keinen Granatwerfer dabei. Ach, übrigens haben wir auch relativ oft hier dieses 1P29 Scope, welches ich ja auch gerade bei Jagged Alliance habe, hier drauf benutzt. Welches auch relativ cool ist. Besonders hat man ein relativ freies Sichtfeld und dieser Dorn nach unten ist einfach nur mega cool. Allerdings muss man dazu sagen, das Visier ist geklaut. Und zwar ist das eine Kopie vom westlichen Suit Scope, also dem Vorgänger vom Susat Scope. So, des Weiteren hatte ich hier gar nichts. Genau, den taktischen Thunfisch, den habe ich einfach mal mitgenommen. Und hier diese AUG habe ich einfach hier irgendeinem, wir nennen es hier als Freiheitskämpfer, hier abgenommen. Als Pistole hatten wir auch relativ oft auch noch hier 45 ACP dabei. Das hat den Grund, dass 45 ACP eigentlich das ist, was noch gut so ein Tier stoppen kann. Schrotflinte haben wir hier gerade nicht, hatte ich aber im Spiel, hatten wir dann relativ lang auch immer mal wieder eine Schrotflinte dabei, bis sie halt zu schwer wurde. Aber dann würde ich sagen, dass ich hier jetzt mal kurz einen kleinen Cut setze und euch eine andere relativ interessante Waffe zeige, die allerdings auf einem anderen Spielstand ist. So, wir sind hier in Yanta und hier habe ich was ganz besonders Feines. Eine AKS-74U, und zwar nicht irgendeine AKS-74U, sondern eine AKMSUM. Und zwar ist das ein fiktives Modell. Es gibt zwar in Wirklichkeit die AKMSU, wo allerdings frage ich jetzt, ob erst die AKMSU da war oder erst die AKS-74U. Das ist jetzt die AKS-74UM. Und zwar ist das ein spezielles Gerät, welches nur von Monolith benutzt wird, welches das Kaliber bzw. die Patrone 762x39 MCR benutzt, und zwar eine spezielle Monolith-Kugel. Und das Ganze ist relativ interessant. Ihr könnt hier auch den Text lesen. Ich bin zu müde, um noch englische Texte vorzulesen. Und zwar ist das sehr spannend gewesen. Und zwar bin ich einfach durch Limansk gelaufen und wollte da so ein paar Gegner flankieren. Und bin da deswegen ganz an der Seite lang und habe dann irgendwie so eine Kiste gesehen. Und da war auf einmal das Ding drin mit 30 Schuss von dieser Spezialmunition hier. Ich werde das mal zeigen. Die hat nämlich so ein bisschen mehr Rückstoß. Und hat komischerweise ein Magazin, was nicht stark genug gekrümmt ist, um wirklich 7.62x39mm zu sein. Und dann habe ich das Ding gefunden, habe mir gedacht, ach wie cool, das nimmst du einfach mal mit. Egal, habe ich einfach irgendeine wertvolle Waffe dafür weggeworfen, weil ich das Ding einfach haben wollte. Und dann bin ich woanders nochmal in eine Flanke gegangen. Und da habe ich in einer ganz anderen Kiste, ganz versteckt an der Seite, dann nochmal hier wirklich diese 500 Schuss Munition für das Ding gefunden. Also das fand ich relativ merkwürdig, warum die einfach hier so eine spezielle Waffe für den Plot von Stalker einprogrammieren und die dann wirklich so ganz am Rand verstecken ist. Natürlich freue ich mich natürlich super, dass ich das Ding gefunden habe. Aber ich habe mich gefragt, warum ich das Ganze wirklich so versteckt habe. Beziehungsweise warum die das Ganze so versteckt haben. So, wechseln wir mal den Schalldämpfer. Und zwar habe ich hier die AKMS größtenteils mit Schalldämpfer gespielt, weil dann einfach der Rückstoß nochmal besser zu kontrollieren ist, obwohl er nicht wirklich gut ist. Aber dazu muss man sagen, die Kampfentfernung ist entweder bei Stalker so gering, dass das nichts ausmacht, oder so hoch, dass ich schon zum Scharfschützengewehr gegriffen habe. So, nochmal I. Wäre hier noch irgendwas zu erklären? Ach, merkwürdigerweise, das war total komisch. Ist aus einer Kiste, die scheint irgendwie falsch programmiert worden zu sein, habe ich eine Kiste zerstört und dann war der ganze Raum irgendwie in Limansk voll mit diesen 1000 Rubelnoten, die 100 Rubel wert sind. Und zwar habe ich dann alle aufgehoben, weil ich wirklich gedacht habe, dass ich dann wirklich 1000 Rubel bekomme. Als ich dann wieder zurück bin, habe ich dann irgendwie nur 90 Rubel pro 1000 Rubelnote bekommen. Warum auch immer, das ist ein bisschen merkwürdig. Aber wir reden ja natürlich auch von einem Spiel, wo man fremden Leuten einfach mal irgendwelche Fässer verkaufen kann. Hier in der Grafik übrigens, hier diese AKMSOM, hier mit diesem Krumm-Magazin, hier stimmt das nämlich. So, dann würde ich nochmal in einen letzten Spielstand reingucken kurz und dann war es teilweise auch schon für das Video. So, hier nochmal ein bisschen früherer Spielstand. Hier haben wir noch die Bison, die sich coolerweise auf den Pistolenslot legen lässt und immer so nach außen gehalten wird, wenn man wirklich dann einen Reaktor bzw. einen Detektor zieht. Beziehungsweise so früh ist das hier alles gar nicht, denn hier haben wir schon den letzten Detektor.
Und zwar haben wir das gute Stück umbauen. Ne, das haben wir nicht umbauen lassen. Und zwar gibt es hier zwei verschiedene Bisons. Und ja, die immer diese Kinder mit ihrer Rockmusik. Lass mich raten, ich stehe hier in der Nähe vom Wächterquartier, wo immer zufällig irgendwelche Musik läuft. Ach, kann ich einfach drüber quatschen. So, was ich. Genau, die ist mega laut. Die ist auch eigentlich falsch abgemischt. So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Bison hier relativ praktisch ist. Und zwar aus dem Grund, weil man wirklich vom Spiel mit abgrundtief viel. Ist es die hier? Ne, das ist 762. Ja, hier seht ihr auch nochmal, wie viel 762 39 man bekommt. Aber man bekommt auch richtig viel 762 mal 25 mm Munition. Und die Bison mit ihrem großen Magazin kann diese viele Munition wirklich effektiv auch gegen Stalker einsetzen. Man muss zwar relativ viel lange und viel draufhalten, aber es ist teilweise überhaupt kein Problem. Und auch die Nachladeanimation ist ein bisschen buggy, wenn man Detektor rausholt. Aber meckern auf hohem Niveau. Außerdem habe ich hier schon die AKMS auch teilweise auch schon fast mit allen Erweiterungen dran. Und als Scharfschützengewehr hatte ich auch wirklich lange das Musin dabei. Nicht, weil es so gut ist, sondern weil es einfach mega praktisch ist. Leider findet man nicht wirklich viel 762 mal 54 mm R. Aber dann war es das auch schon. Wie gesagt, es ist teilweise ein bisschen schade, dass manche Waffen erst relativ spät kommen, wenn man die eigenen schon richtig aufgerüstet hat und sich dann das Wechseln nicht mehr wirklich lohnt. Außerdem ist das Spiel mit manchen Munitionsarten ein bisschen knausiger als mit anderen. Aber gehe ich mal dafür einen anderen Spielstand. So, wir stehen hier jetzt an dem erwähnten Story-Ende, beziehungsweise hier einfach vor dem Reaktor. Und haben hier komischerweise immer noch die Mission, finde den Teleporter, der zur Fernheizungsanlage führt, also Fernheizungsleitung führt. Das ist ein bisschen merkwürdig, denn ich habe hier irgendwie versucht, hier hochzukraxeln, aber das funktioniert nicht. Ich habe hier übrigens nur eine Ford in der Hand, weil ich einfach nichts anderes zu tun habe, denn die Pistole haben wir relativ schnell weggeworfen, um Munition zu sparen. Und Fazit zu den ganzen Waffen sei, also Waffenmod richtig klasse, hat richtig Spaß gemacht, das zu spielen. Allerdings AKMS und andere klassische Waffen sind teilweise echt besser als das ganze Hightech-Zeug, was man findet. Weil für das Hightech-Zeug meistens, das findet man entweder zu spät oder man hat nicht genug Munition dafür. So findet man zwar eine FNFAL, findet man relativ früh im Spiel, allerdings dauert das mega lange, bis man dann endlich genug Munition dafür hat. Aber damit mit dem Nachladen würde ich dann auch sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich hoffe, ihr probiert hier Mod mal aus, denn die ist richtig witzig. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.